Habt ihr Lust? Das kann ich nicht sehen. Habt ihr Lust? Ja? Yeah? Ich hab keine Lust. Ja. Aber hab ich nie gemacht. Ich mag nicht. Ich hatte Angst, dass ich es nicht sehen kann. Dass ich mit den Tieren auch leide. Das macht keinen Spaß. Darf Patrick einmal versuchen? Ja, klar. Ja? Oh nein! Na. Gut! Schöne Kätzchen! Wir helfen! Bei mir war es frisch angeln schön. Ja. Anfang habe ich Angst. Oh Gott. Das kannst du. Wirklich? Natürlich. Oh Gott. Da brauche ich Hilfe. Einfach nur rein. Einfach nur rein ins Wasser. Könnt ihr mir helfen, bitte? Ganz runter. Dann hat der Patrick mir geholfen zu angeln. Du musst ein bisschen nach vorne gehen. Nein. Oh komm. Nein. Oh komm. Nein. Das sind jetzt zwei Bugs. Ich kann nicht. Das sind jetzt zwei. Kannst was du? Was machen? Ich kriege keine Fische. Da kommen keine Fische. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Prima. Super. Jetzt muss ich noch reinspielen. Ja. Spitze! Ja, ich hab dann geangelt. Ich hab den Mut gehabt. Prima! Tipptopp! Danke. Super! Das hat mir Spaß gemacht, mit Patrick. Ja, wir sind jetzt dicke Freunde. So ist es manchmal. Das stimmt. Ja. Der ist wie Teddybär. Der kann kuscheln. Das war's nichts. Isst ihr gerne Fisch? Ja. Ja? Ich bin von Stan Tyson Fisch. Ach, ich bin richtig stolz auf meine Truppe. Aber nicht nur Freundschaft ist ein großes Thema. Auch die Liebe. Aber süß, dass ihr euch geküsst habt. Ich liebe ihn. Wollt ihr euch einmal heiraten? Nein! Wir sind doch nicht so weit. Wieso? Nee, irgendwann mal. Nee. Irgendwann. Wieso fragst du? Weil ich wissen will, ob du ihn heiraten willst. Nein. Das ist nur eine Frage an Gefühlen. Nein, danke. Das ist Gefühlssache. Ist ja gut. Wir sind, wer wir sind, wer wir sind. Also jetzt bin ich sehr gespannt. Du bist sehr gespannt, wie die schmecken. Ja. Und das hat deine Kollegen geholt, ne? Danke, meine Kollegen. Richtig schön. Immer gerne noch. Sehr lieblich. Oh. Weiter. Julius, hör auf. Weiter küssen. Immer weiter. Sie sagt dir doch, sie liebt mich. Du Brandfeuer. Na, wie war's? Schön. Über was redet ihr die ganze Zeit? Wir reden nicht mehr über Forellen. Was ist passiert? Unsere letzte Nacht am Schluchsee bricht an. Mit Lagerfeuer, selbstgefangenen Forellen und Stockbrot. Oh, 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 ach, oh nein! Vorsicht! Achtung! Jetzt ist es echt runtergefallen. Aber ja, du hast ja noch Zeug dran. Ja. Zieh mal raus, wenn es fällt sonst runter. Bitte. Zieh weg. Ja. Kannst du wieder helfen? Ei. Du machst das so toll. Es riecht wenigstens nach Brot. Das war meins vorhin. Ja? Das war meins vorhin wirklich. Es ist vorhin. Ich habe immer allen geholfen.
Ja. Ist es nicht zu heiß? Nö, es geht. Da habe ich dann so ein bisschen die Hand so geformt. So richtig ordentlich. Das könnte man im Prinzip essen, ne? Ja. Und wir würden es rausnehmen? Ist es nicht zu heiß? Nein, es geht doch. Ich will ja auch hilfsbereit sein. Und es immer. Und mir denen helfen. Da drin? Aber dein sieht richtig toll aus. Ey, Hilfe, Mann! Du Einhorn-King! So, wer möchte als Erste? Ich! Dann hol mal deinen Teller. Wow, schau mal das bitte an. Das sieht super aus. Lecker! Guck mal, hier ist Manuel. Ja, wahrscheinlich. Und die Kräne, die ihr habt im Mund. Wie schmeckt das? Das habt ihr alles selber gefangen. Also zum den Stockfisch. Ja. War einfach, ja, erfrischend gut. Erfrischend? Mhm. Ja. Ja. Erstmal was anderes. Und da kann man leben. Das ist super. Schön im Knusprig. Das hat anders geschmeckt als andere Fische, die ich mal gegessen habe. Patrick? Ja. Als du gestern angekommen bist, habe ich gesehen, dass du deine Gitarre dabei hast. Ne? Stimmt. Und zu Lagerfeuer gehört immer Gitarrenmusik. Da bist du ja gut. Und deine Gitarre liegt da hinten. Willst du was für uns spielen? Ja! Ja, ich spiele auch an einer Band und ich bin so ein Star. Darf ich dir kurz was sagen, Schatz? Ja. Ich spiele bitte das Mädchen aus Paris. Schönes Mädchen aus Paris. Oh, oh ja. Leider nicht. Du bist klassisch. Ich kann nicht das spielen, weil ich die Vorgaben bekomme von meinem Lehrer und ich kenne das gar nicht. Das Einzige, was ich kann, ist nur Yesterday von Beatles. Ich liebe Musik. No. Gitarre. Ja, sie war schon gleich geknallt. Wie immer. Yeah, perfekt! Super! Es war romantisch, der Abend. Oh. I need a place to hide away. Oh, I believed in yesterday. Meine Lieben, habt ihr schon alles zusammengepackt? Irgendwas klemmt. Was ist hier passiert? Es geht nicht zu. Warum geht es nicht zu? Wie habt ihr das vorher geschafft? Der Ross hat Kraft. Aber du hast nichts gekauft. Ich verstehe das nicht. Warte mal, wir müssen das ein bisschen nach vorne schieben. Es geht wirklich nicht zu. Ross, es geht nicht zu. Ich habe mich da fast draufgelegt. Aber 1, 0, wo ist die jetzt 7, ey? Ja, der Koffer, der war ziemlich voll gepackt. Sportklamotten, Hosen, Hosen. Jetzt lass mich jetzt nicht im Stich. Der blöde Hebel. Im Koffer. Mama mia, das war was. Auf dem Koffer. Yes! Oh mein yes. Gott! Siehst du, we are the champions, my friends! So. So, seid ihr bereit? Ja! Sollen wir weitergehen? Ja! Ins Auto steigen, komm, wir gehen!
Ich. Hey! Hey! Erste Station geschafft. Ich bin mir sicher und ich hoffe, dass bei der nächsten Station, dass wir wenigstens ein Upgrade kriegen, ne? Es wäre schön, wenn wir in dieses Mal in Betten schlafen können, oder? Ja! Ja! Auf geht's zum nächsten Abenteuer. Mein Team weiß wie immer nicht, wo wir hinfahren. Für mich ist eine Herausforderung heute. Eine Herausforderung heute, ja? Ja, bei mir auch. Warum? Bei mir auch. Weil ihr keine Ahnung habt, was ihr macht. Ja. Stört das euch, dass es immer eine Überraschung wird? Ja. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich Überraschungen gar nicht mag. Okay. Erstens und zweitens, Überraschungen fast, als wären sie gefährlich. Ach so. Für mich ist eine Herausforderung. Ich liebe Überraschungen. Ich auch. Wir bleiben im Schwarzwald. Unsere zweite Station auf der Reise. Wolfach, der Bauernhof der Schmitz, ist für 2 Tage unser nächstes Zuhause. Oh mein Gott! Wir sind am Ziel angekommen! Yeah! Toll! Hallo! Hallo! Als wir vom Bauernhof angekommen waren, hat mein Herz einen riesengroßen Freudensprung gemacht. Bii! Ja, ich würde jetzt euch erstmal den Hof zeigen. Und dann dürft ihr später natürlich helfen im Stall. Bei den Pferden. Oh, ja. Wow, genau, so wir sind wirklich auf dem Bauernhof genau, jetzt, ne? Wow. Es gibt Tiere, die ich auch gerne mag, wie Pferde, Hühner, Hunde. Liebe Hasen, die sind süß, knuffig. Und immer dabei, immer ruhig streichen. So, wie ist das? Die schlafen alle zusammen? Ja, ja. Genau. Die werden abends so circa um 9 Uhr reingeholt. Und dann wird die Tür zugemacht, wegen Fuchs oder Marder. Fuchs, okay, ja, Marder. Wir hatten da schon mehrere Vorfälle, dass die geholt werden. Außer bei den Hühnern ist das, da wurden einmal alle geholt vom Marder. Wirklich? Ja, lagen dann hatte alle. Hatte ich auch, ne? Ich hatte auch Hühner zu Hause. Okay. 23 Stück. Und die haben mir eins übrig gelassen. Mhm. Alle geholt. Es ist so schlimm. Ja. Und dann, oh Gott, du Armer. Und wenn dann noch alle da drinnen liegen. Ja. Ja. Das ist gut. Alles gut. Schon einige Jahre ist es her. Aber ja. Ich war sehr traurig, ne? Oh. 22 Hühner weggenommen. In einer Nacht. Ja, das ist echt schlimm. Mhm. Und dann würde ich sagen, dann zeigen wir euch jetzt die Ferienwohnung. Ja, okay, werden. Wo wir schlafen werden. Ja, genau. Nach 2 Nächten im Zelt haben wir nun ein ganzes Haus für uns alleine. Wahnsinn. Oh mein Gott, so ein Bett habe ich auch in meinem Zimmer. Das Haus war riesengroß. Das war der Hammer. Doch nicht alle sind begeistert. Beifuß. Jetzt schon. Nein. Aus. Guck doch erstmal, wo du schläfst. Hab ich schon. Ich bin nicht, das ist Nacht. Dann zeig mir mal, wo ihr schlaft. Die Jungs, ich glaube, die anderen haben es auch noch nicht gesehen, oder? Aus. Das Ding jetzt, das Haus. Was ist los, Julius? Ich bin nicht, das ist Nacht. Das habe ich erst gemerkt, als wir im Bahnhof waren. Ich kann alleine sein. Für mich selbst. Ich möchte mal Zeit verbringen alleine, ja. Ich schlaf genau hier im Außen. Am Fenster. Genau. Und du in der Mitte. Okay. Und dann möchte ich auch mal alleine schlafen können. So richtig durchzuschlafen. Das brauche ich. Das ist mir wichtig. Was ist nicht in dem Zimmer? Hm? Was ist los? Was ist los? Wo schmerzt dich nicht? Alles ist gut.
Wo ist mir der Schuh? Er war irgendwie traurig und ich war nicht sicher, was ihm fehlte. Ja, das habe ich gemerkt, aber ich wusste nicht wieso oder warum. Was ist los? Wo bist du so früh? Was ist denn? Wenn niemand schnarcht. Also, wenn niemand schnarcht. Das ist normal, wir sind doch Männer, oder? Wegen dem Schleichen. Ich weiß. Ja, ich bin halt ein bisschen krank, aber. Ja, ist ein krank, aber ist ein Verständnis, oder? Aber ein bisschen Nase oder ein bisschen Hals. Aber wenn wir uns gut anstellen, dann werden wir es auch hinkriegen, oder? Genau. Super, prima. Bitte. Trost gehört dazu. So wie Jesus uns auch trösten würde. Jeden Mensch. Er ist ein guter Mitgemensch. Patrick hat dann mich gekümmert. Das war nett. Ja. Also wo willst du liegen? Hier an dem Fenster oder hier? Was möchtest du? Da. Da? Ja. Rechts, okay. Super. Prima. Spitze. Ja. Super. Ich habe ihn halt auch ein bisschen getröstet, aber ja. Jemanden traurig zu sehen, das mag ich immer nicht. Ein Stockwerk höher ist die Stimmung ganz anders. Oh, ein tolles schickes Abendkleid. Für Abend anziehen. Ja. Voraus, oh Gott, hey, das ist. Ist das sowas ein Genie extra? Ja, voraus. Wow, das ist bestimmt toller für ihn. Du hast dich bestimmt in dich verlieben, garantiert. Hey, nein! Scherz. Das war ein Scherz. Herr Rosa, wie gesagt, es fällt mir schwer, alleine zu parken. Ich habe dann auf den Boden die Sachen hingelegt und dann ganz ordentlich gefaltet. Das habe ich ja von der Mama gelernt und das kann ich ja von mir lernen. Wie machst du das? Ich zeig dir. Geh mal hier rum. Achtung, geh mal nicht auf dein Kleid. Geh mal dahin. Gott. Und jetzt erst hier. Okay. Die Ärmel. Okay. Sie hat mir gezeigt, nur ein Tipp mir gezeigt, wie ich es einpacken soll. So. So. Und dann so. Wow, das ist gut. Das haben wir jetzt gelernt von der Rosalie. Bist du eine gute Freundin? Na klar. Ja, klar. Sind wir doch. Ja. Koffer, jetzt musst du leider dich umbringen, ne? Ja. Koffer. Okay, Koffer, jetzt bitte sei mal bitte ruhig. Nicht bewegen. 107. Okay, Koffer. Aber bleib jetzt bitte. Ich muss ihn so durchlassen, ja. Okay. Warum hängt das hier jetzt? Ja, der Koffer, der war komplett daneben. Toll, jetzt hängt's. Koffer, verarsch mich jetzt nicht, hängt jetzt nicht. Oh, das war für mich aufregend. Hängt. Schatz, ja, Patrick,
Schatz, ich brauch deine Hilfe. Ja, Mausi, was gibt's? Mein Koffer hängt. Wo? Oben. Wo hängt's die Koffer? Kannst du mir bitte helfen, Schatz, bitte? Natürlich. Bitte, Schatz. Wo klemmt es? Was klemmt? Der Koffer klemmt. Na wo? Wo klemmt's? Am Bett, du Eumel. Muss es runter? Nein. Schatz, das da geht nicht auf. Es ist aber offen. Da. Ja, stimmt. 107. Dein Uhr hat sich das bestimmt verhakt. Ja, das hat sich verhakt. Probierst du mal, Schatz? Nicht von unten, von oben. Ja, ich bin da oben. Der ist schon hilfbereit. Das muss man ja schon sagen. Gut, prima. Danke, Explosion. Sehr gut, Spitze. Während der Rest der Truppe sich im Ferienhaus ausruht, tauchen Patrick, Juliane, Julius und Rosalie schon mal ins Bauernhofleben ein. Genau, dann dürft ihr zwei mal mitkommen. Dann gehen wir einfach mal in unsere Sattelkammer. So. Jeder nimmt eine Seite und hau rück. So. So, los geht's. Julia, genau. Bisschen gearbeitet. Genau, und was eine ganz wichtige Regel bei den Pferden ist, ist, man darf nicht direkt hier so beim Popo rumlaufen. Was wichtig ist, immer ein großer Bogen um den Kenn ich. Kenn ich ja auf meinem Pferd. Super. Dann dürft ihr euch eine Büsche nehmen und dürft die zweimal putzen. Okay. Mein Pferd, das war eine Isländerin. Die war 25 Jahre alt, war die 25 war sie alt. Und dann ist sie gestorben. Also der Körper vom Pferd und die Seele vom Pferd lässt jetzt ja eh weiter. Und ja, es ist schon ziemlich traurig. Ich habe furchtbar geweint, so richtig ausgeheult. Magst du das hier mal nehmen? Natürlich. Und du die Schaufel? Oder du willst, was möchtest? Und du die Schubkarre. Rein, Lina. Klärst du mal, was wir machen? Ja, also, gehen wir mal rein. Also, komm, Schatz. Hallo, ihr Süßen. Ja, hallo, ich Süßen. Also, wo ist der Patrick? Na, da bin ich. Schatz, komm rein. Wir tun jetzt erstmal alles Stroh auf den Haufen machen, auf den Kleiner, immer auf kleine Häufe. Und dann kommt der Lole, tut das alles zusammen machen und dann macht er das in die Schubkarre. Und du kannst die kleine Häufe auch mit einer Schaufel machen in die Schubkarre. Und okay. Wir tun kleine Haufen machen, okay? Gut. Dann los geht's. Sonst geht's knapp. Warte, warte, warte. Aber aus Innere. So, jetzt hoch mit der Schaufel. Gut, mein Schatz. Och ja, mit Juliana war es angenehm zu arbeiten beim Hasenstall. So, pack deine Haufe. Schatz. Aber hinten ist noch ein bisschen weg. Ja, ein starker Mann. Hat ganz schön Gewicht, gell? Ein starker Mann. Rosalie, möchtest du auch mal den Sattel hochheben? Ja. Oh, langsam, ist ja kein Fennis. Langsam, so, langsam. So, dann fass mal hier rein, wo meine Hand gerade drin ist. Ja. Du weißt ja schon, wie. Mhm. Der hat ganz schön Gewicht, gell? Ja. Darfst du mal deine Hand hier auch hochlegen? Und eine dahin? Ja. Gehst du rüber, gegenhalten? Und einen Fuß hier hoch. Ach, sie rennt zuerst. Und dann hoch drücken und 1, 2, 3, hoch. Ich helfe dir. Sehr gut, Rosalie. Genau. Ja, Gott. So. Genau, da. Genau. Also, es ist mal seit Jahren. Da habe ich mich gefühlt, als wäre ich wie ein Zwerg. Jetzt haben wir ein Zwerg gefühlt erstmal, weil ich dachte, ist das Pferd wackelig oder ist es zu hoch oder ist es zu klein? Ja, und dann ging's. Beide Hände so auszustrecken. Yay, Freiheit! Wie sieht's aus? Seid ihr bald fertig, oder? Ja. Sieht gut aus. Ja. Ja. Ich glaube, das passt. Dann bringen wir jetzt an den Schubkarren weg und holen frisches Heu. Das ist wieder schön haben. Möchte jemand den Schubkarren nehmen?
Schatz, du? Willst du ihn nehmen? Schatz, nimm mal das Ding. Na gut. Hoch mit deinem Popo. Vorsicht ist raus, Schatz. Schatz, Vorsicht ist raus. Ich weiß. Vorsichtig. Los. Was ist jetzt? Ich muss Alarm so machen. Dreh das Ding ein bisschen, Schatz. Dreh, dreh. Sie wollte für die Chefin spielen, wie sie Nicole. Dreh, dreh, dreh. Schatz, dreh. Das geht so runter. Schatz. Ja, Schatz, Schatz, Schatz. Schatz, lauf. Lauf, 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 lauf. Dreh, dreh, Schatz. Dreh, vorsichtig laufen, Schatz. Schatz, langsam, mein Schatz. Langsam. Das ist mal schon etwas nervig. Aber weil ich einen Glauben habe, habe ich das eingesteckt. Schön langsam. Okay, jetzt lassen wir okay. Los. Gut. Schatz, schön langsam. Ich und Patrick, oh mein Gott, ich hab ihm immer gesagt, mach das, mach das. Warum habe ich immer die Ansage gemacht? Das war lustig. Gesichert! So, dann halten wir hier einfach an. Ich kenne die Pferderutsche. Ich kenne die Pferderutsche. So? Ja, der Rutsch. Juhu! Aber Julius, du darfst hier auf den Magst Stuhl Magst du über den Stuhl aufsteigen? Ja, bitte. Ja? So, rutsch mal. So drauf, komm. Das ist ja cool. Ich halte ihn fest. So. Genau, Hände rüber. Jawohl. Gut so. Hände rüber. Und der Fuß hier rein, der das? Okay. Jawohl. Und jetzt hoch. Jawohl. Sehr gut, Julius. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ja? Okay, pass mal auf. Können wir noch hier unten laufen, bitte? Ja, wir können hier unten laufen. Gut. Und ganz tief einatmen. Jawohl. Halt dich fest und halt dich besser. Jawohl. Ja, passt. Ja. Danke. Das Schönste war Reiten auf dem Pferd. Guck mal, das sind die andere Kamera winken. Ja. Hallo. Hi. Hi, Leute. Pferderutsche. Anhebe. Ach, gut. Dann kriege ich alle Pollys. Ich dürfte bei allen vorbeigehen. It's nothing compared to you. That's why you made me do. Schatz, ein bisschen weg. I get to sit with the truth. Come on her. I've loved you from the start. Yeah, so it's I know that it's hard to see. Hope that you start to believe me. I don't do dishonesty. Du weißt ja, ich mag Pferde, Stolka. Ich mag dich, du magst mich. Wir sind beste Pferdefreunde. Hm? Ja, beste Pferdefreunde. Like you see on movie screens, this is the wildest of dreams. I have no doubt about it. No doubt about it. So, wer möchte zuerst? Oh, hab ich mir gedacht. Wahnsinn. Wie fühlt ihr euch? Ist es schön hier? Ja. Guck mal, die Sonne scheint. Ihr müsst nichts mehr machen heute, außer essen und schlafen gehen. Ich habe gedacht, wir machen das ein bisschen easy heute, ne? Es wird nicht so viel passieren, weil morgen gibt es richtig Rambazamba, ne? Voller Action. Es gibt so eine Überraschung morgen und ich muss euch sagen, da müsst ihr mich helfen. Ich dir? Mhm. Oh mein Gott! Wir dir helfen? Ihr müsst mir helfen, weil ich habe auf jeden Fall keine Ahnung. Richtig Angst. Oh. Beim Pferdereiten. Oh.
Beim Pferdereiten. Beim Pferdereiten. Reiß mal. Hey, Patrick. Hey. So, Angela, dein Thron erwartet dich. Mein Thron, cool. Ohne Plan in den Tag zu starten, ist für alle neu. Keiner weiß, wo es jetzt hingeht. Noch tappt meine Reisegruppe im Dunkeln. Was machen wir heute? Holzfäll? Nein! Was machen wir heute? Bäume schlachten? Nein! Ich habe Höhenangst gemacht. Ich habe Höhenangst. Ich habe richtig dolle Höhenangst. Ich auch. Deswegen, dass ich freue mich, dass ich euch habe. Aber wenn ich da runter gucke, habe ich ein bisschen Angst. Ich muss sagen. Da warten zwei Menschen auf uns. Hallo! Ja. Was machen wir heute? Klettern! Das weiß ich noch nicht, ob wir klettern werden. Werden wir gleich erfahren. Wir wollen unbedingt wissen, warum sind wir hier? Ja, das ist eine spannende Frage, gell? Was man hier so tun kann bei uns im Heubachtal. Wir wollen heute richtig hoch hinaus, ja? Endlich! Wir fliegen durch die Luft, wir fahren heute Zipplein. Oh yeah! Und dann, wenn ihr da hochguckt, da seht ihr das Stahlseil. Da oben sausen wir nachher durch die Lüfte. Durch die Luft fliegen? In 80 Metern Höhe? Oh, mir wird schon beim bloßen Anblick schwindelig. So, alle Mann und Frau beieinander. Super. Ich so runterfalle oder so. Nein, das stimmt überhaupt. Das wird nie passieren. Es ist nie in das Leben von Andrea passiert, dass irgendjemand runtergefallen ist. Auf gar keinen Fall. Wir sind so sicher. Nie hier im Wald geklettert. Aber ist das nicht schön, was Neues auszuprobieren? Allein schon der Weg nach oben hat es in sich. Es war mega anstrengend. Ich kann nicht mehr, ich hab Beine auf den Boden gesetzt. Machst du gut, Angela? Bist du schon mal so einen Berg hier hochgegangen? Noch nie! Oh, cool! Ich hab so anstrengend. Großer Schritt. Angela, ich bin bei dir. Okay. Ich bin kein richtiger Läufer. Ja, das ist so. Weil ich habe doch ein Lymphödem. Heißt ja, ich habe mein Lymphödem und da habe ich immer einen Krampf, ein gemeiner Krampf, wenn ich laufe tue. Machst du ganz toll, Angela. Hälfte mal dran. Ja. Das ist das Anstrengendste, was wir heute machen müssen, diesen Berg hoch. Danach ist es nicht mehr anstrengend. Ich schreie dann wie ein Riesigli. Mach das. Genau. So. Du bist alles, was du brauchst. In Leben. Oh Gott. Da sollen wir gleich runter. Wir sind alle ziemlich aufgeregt. Rassi! Sehr gut. Ich kann nicht mehr. Doch, guck mal. Angela! Da, die Stufen noch? Angela! Oh, guck mal! Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Hier ist Endziel. Okay. Du hast das super geschafft. Sing mein Lieblingslied, bitte. Okay. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich. Angela, du bist mein Sonnenschein. Ganz toll. Oh, schön. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ist es nicht toll? Ja. Ja. Rafi. Ganz alleine. Das hat mir schwer getan, aber ich habe es gemeistert und war ganz toll dann.
gut gemacht. Hey, das Anstrengendste. Das Anstrengendste haben wir gemeistert. Sehr gut. Spitze. Super. Ganz stark. Freundin. Ja, danke. Wer kann ein Fuß massieren? Ist schon gut. Ich bin schon noch bei dir. Da habe ich dann gesagt, ich bin mega, dass du es geschafft hast. Du bist die einzige Siegerin oben. Krass. Du bist echt mega gut hochgekommen. Auch in der Wand messen hast es. Also schaut mal her, das ist der Kopf, mit dem wir hier fahren. Wenn einsteigt, muss die vorne sein. Läuft. So weit kann man es. Ich habe jetzt eine Frage an meine Süßen hier. Seid ihr irgendeine von euch aufgeregt wie ich? Oder? Nein, ja, ich. Ey, schon ein bisschen. Ich nicht. Es ist schon, ich bin gut, sehr aufgeregt. Schon gut, ein kleines bisschen aufgeregt zu sein. Ja. Du solltest dir keine Sorgen machen. Du bist mir andere. Ich bin sehr aufgeregt. Ja, ist nicht schlimm. Ich bin Wer sehr sollte nervös. Zuerst gehen? Ich, wenn ich nervös du? Bin. Achso, ich? Ich bin null. Oh Gott. Bevor es gleich auf die Mega-Zipline geht, starten wir mit einer kleineren Bahn. Angela, genieß es, Sweetheart. Das ist so toll. Geht das? Jawohl, sehr gut. So, noch zwei Stufen. Eine noch. Mein Herz. Dein Herz puckert, gell? Gut. Und hopp. Juhu! Super! So, der Ross ist der Erste, der braucht auch ein Handfeuer. Bisschen Handfeuer. Oh Gott! Oh mein Gott! Einfach in den Gurt sitzen. Einfach reinsitzen. Oh Gott, Gott. Shit. Oh. Rosalie, ich bin bei dir. Die Rosalie kommt jetzt. Was ist da? Oh, 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 oh. Rosalie, Rosalie. Oh. Yeah. Die bleiben einfach schön. Außer die Angela, die ist irgendwie. Ich weiß nicht, warum sie rumgebrüllt hat. Alles gut. Angela, alles gut und durch. Angela, alles gut. Ich bin bei dir. Angela! Nein! Nein! Weißt du? Alle feiern dich an! Angela, Angela, du schaffst es! Mami! Magst du dich hier hinsetzen? Einfach mal eine Pause. Lossi. Einfach mal eine Pause machen. Gell? Mein Puls war ganz groß, aber bis in mein Herz drin. Angela, ich bin bei dir! Angela! Ich warte hier auf dich! Angela! Alles gut. Alles gut. Angela, komm schon! Alles klar, meine Stimme. Kannst du das? Ich kann das nicht.